Mamma mia. Hier liegt Herzblut in der Luft. Ich bin ja Ossi wie ihr. Und seit 20 Jahren lebe ich in Shanghai. Ich bin Professor an den 5 großen Universitäten des Landes und komme vor wenigen Tagen gerade aus Korea, wo ich mit der Regierung verhandle. Ich lebe 6 Monate des Jahres in China und helfe denen auf die Sprünge. Ich kann nicht alles erzählen, das würde Stunden dauern, was wir da machen. Aber Korea hat begriffen, dass die Kolani-Hilfe in China ihnen an die Gurgel geht. Denn China ist big und Korea ist small. Und die brauchen Hilfe, und zwar dringend. Und das war der Grund meines Besuches, weil Korea ist immerhin eine Demokratie. Und wir sollten dieser politischen Richtung auch ein paar Steine über den Zaun werfen, damit die weiterleben können. Und das hat mich erst einmal dazu gebracht, das hier, Dr. Thiemann, und gnädige Frau muss ich eigentlich eher nennen, es war gar nicht schwierig, obgleich es schwierig war, denn ich hatte zu dem gleichen Termin heute einen hochkarätigen Industrietermin. Und ich habe den Leuten gesagt, wenn ich Dr. Thiemann und Stassfurt absage, dann muss ich dem was vorlügen. Wollt ihr das von mir haben? Die anderen, fragte ich. Und die haben sich dann endlich breitschlagen lassen und ich bin mit Freuden hergekommen. Noch nie habe ich im Leben eine so warme Gräfe Kürbis und Company, steht auf, ihr Hirsche, dass ich euch zeigen kann. Das sind die Männer, mit denen wir Weltsensationen geschaffen haben. Wir sind nach Berlin gegangen und haben Sony in den Nacken geatmet. Wir waren so dicht hinter denen, dass wir sie fast überholt. Wir hatten sie überholt eigentlich. Bloß unsere Marke war auf dem Weltmarkt natürlich gar nicht. Die kannten wenige, weder in Amerika noch in Australien, noch in Südamerika, wo ich gerade auch herkomme. Wir haben deiner Zeit RFT-Weltgeschichte geschrieben. Denn unsere Dinger hätten gehen können und nur eine Sauintrige, und ich spreche jetzt mal Klartext, von der Fernsehindustrie hat uns durch den Verzicht der Banken mit uns weiterzumachen wahrscheinlich, ich weiß die ganzen Hintergründe nicht, ich weiß nur, dass es eine Riesensauerei war und wir haben geheult wie die Schlosshunde, denn wir wären wirklich auf den Markt gekommen und hätten mit RFT weiterhin Geschichte gemacht. Nun habt ihr einen ganz anderen Weg eingeschlagen, der mich zutiefst erschüttert. Ich wusste immer, dass wir Ossis ein bisschen intelligenter waren als die Wessis. Das wusste ich. Aber, dass ihr so viel intelligenter wart und noch heute unter dem Oberbegriff RFT ein Produkt macht, was Musik macht, das lässt mich zu folgendem Satz herauf oder herunterkommen. Das könnt ihr selber nennen. Ich möchte euch weiterhelfen. Wie auch immer, der Frau Oberbürgermeisterin, wir hatten gestern Abend, ich hatte die große Ehre und Freude, mit denen noch die halbe Nacht zusammen zu quatschen. Ich hatte sowieso Jetlag, weil ich aus Korea kam und dann kann man kaum schlafen, weil das Mitternacht war für mich früh morgens oder irgend sowas. Nagelt mich da nicht fest über die Zeitbegriffe jetzt. Ich habe zwar eine Uhr für die chinesischen Astronauten am Arm, aber ich möchte euch weiterhelfen und ich stelle diese Geräte
jetzt in Leipzig aus. Ich mache eine Ausstellung, haltet euch fest, von erotischen Plastiken. Ich war ja in meiner Frühphase Bildhauer. Und das bisschen Erotik machen wir ja alle. Und mich hat eigentlich immer gestört, dass alle Bildhauer in der Welt zwar im stillen Kämmerlein Schweinereien pinseln und modellieren, aber wenn sie nach draußen kommen, dann sehen die aus wie Arsch mit Ohren. Aber wirklich nichts. Und ich bin ja ein Aas. Ich habe in einem kleinen Dorf in der Schweiz, in Arwangen, eine Erotikausstellung gemacht. Aber Mama mia, aber volle Wahrheit. Wir haben einen Monat verlängern müssen. Ich hatte großen Schiss in der Hose. Schweiz, konservativ, bäuerisch, Umgebung. Nein, einen Monat verlängert, ein Riesenerfolg. Und das Scheißzeug geht jetzt nach Leipzig. Ich habe vorgestern unterschrieben, für 3 Monate. Und zwar in eine wunderschöne Galerie oben, ich weiß nicht, am Auerbachkeller oder irgendwo, also in einer sehr netten Lage. Und ich werde auch aus Asien ein paar Tage rüberfliegen, um das zu machen. Was da zu machen ist, ein paar Unterschriften und da irgendwelche Dinge. Und ich bin auch schon mit einer Manufaktur in Dresden im Gespräch, ein paar Porzellanabgüsse zu machen von einigen Superstücken für irgendwelche Leute, die sich sowas hinstellen wollen. Es gibt viele, keine Sorge. Ich wollte nur noch ein Wort sagen zu Toulouse. Ich habe dort ein riesiges Wasserschloss aus napoleonischen Zeiten. Warum? Ich wurde von Airbus angesprochen. Ich bin ja ein Flugzeugintellektueller. Ich baue die schärfsten Flugzeuge der Welt. Ich fliege auch meine eigenen. Und das Flugzeug, mit dem ich den Fernseher da nach hin geflogen habe, das war eine Mitsubishi, weil ich zu der Zeit in Japan lebte und die habe ich da gekauft. Mit der flog ich in ganz Europa rum. Ich bin früh von Toulouse nach Dresden, habe da gearbeitet den ganzen Tag und dann abends wieder nach Hause. Monatelang. Ich Idiot. Ich hätte ja da wohnen können, nicht? Aber ich wollte abends wieder zu Hause bei meinen Enten und Hunden und allen möglichen sein. Nur zu Toulouse. Ich war Chefdesigner von Airbus. Ich wurde eingeladen und habe die nach ein paar Monaten wieder rausgeschmissen, weil die alte Vögel gebaut haben und nicht die modernen, die ich bauen wollte. Aber das war nur die kleine Hintergrundstory zu Toulouse, damit ihr wisst, warum ich in Toulouse dieses Fernsehgerät gebaut habe. Das wurde von uns buchstäblich zusammengenagelt. Ich habe es dann auf einem Holzbrett, man konnte es nicht anfassen, es war ja lacknass, in mein Flugzeug reingemogelt, und das sind relativ kleine Flugzeuge, haben nie Riesentore, wurde das da reingequält. Ich saß dann schon drin, wir flogen rüber. Als wir ihn ausluden, war das Ding halb trocken, man konnte es anfassen, aber die Bude stank wie der Teufel, das sagten sie ja auch in ihrem Ding. Mehr möchte ich heute nicht erzählen, ich könnte 5 Stunden hier quatschen. Es passiert zu viel um den Colani. Ich baue zurzeit an einem Auto, das allen Supersportwagen die Wurst vom Brot nimmt. Ich habe mit Pirch eine Wette gemacht vor Jahren und habe gesagt, dein scheiß Karren, den du Bugatti wagst zu nennen, das ist ja ein biederer Abklatsch der Größe von Bugatti, dem werde ich 200 Kilometer schneller dir zeigen, was ein modernes Auto sein muss. Und ich habe im Stern 1964 meine Theorie der abtriebserzeugenden Form eines Autos, das heißt die umgedrehte Tragfläche, guckt euch die Kisten an, die heute rumfahren, das sind alles positive Tragflächen. Wenn die schnell fahren, werden sie in der Straßenlage etwas schlechter bis
tödlich oder gefährlich. Der Kolani hat den ganzen Scheiß umgedreht und hat einen Tragflügelflugzeug umgedreht. Und je schneller meine Kisten fahren, ich persönlich bin auf dem Salzsee schon 550 gefahren. Ich habe ja in eigener Regie, ich bin Multimillionär früher gewesen, weil ich so viel Kohle von der Industrie bekam, ich habe mit Lastwagen 15 Rekordfahrzeuge in 2 LKWs verladen, auf den Salzsee geschafft. Ich habe heute noch 5 Weltrekorde und die werden so schnell nicht gebrochen. Weil die Deppen, die heute Autos entwickeln, ich möchte dazu nicht mehr sagen, das ist eine sehr traurige Story, die können es einfach nicht mehr. So, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit.